Hallo, Glück auf zum Schalke Talk nach dem Spiel gegen Hannover 96. Heute am Sonntagmorgen, es passte einfach zeitlich ein wenig besser, weil ich gestern ja vor Ort war, der Frank auch vor Ort war und wir beide irgendwie, also ich relativ schnell wieder den Heimweg dann angetreten habe und Frank einiges noch zu tun hatte. Deswegen haben wir gesagt, wir machen das heute Morgen in Ruhe. Dementsprechend erstmal hallo, Glück auf, Frank. Hallo und Glück auf, Tim. Wie hast du denn das Spiel gestern für dich gesehen oder wahrgenommen? Was für eine Schalker Mannschaft hast du unter dem neuen Trainer Kees van Wonderen gesehen? Ja, ich denke, ich habe das Spiel so wahrgenommen wie die Mehrzahl der Schalker-Fans. Die meisten waren doch sehr, sehr enttäuscht. Man kann natürlich in Hannover verlieren. Das ist eine sehr heimstarke Mannschaft. Aber die Art und Weise war doch ein bisschen ernüchternd, weil der FC Schalke 04 nach vorne eigentlich gar nicht stattgefunden hat. Es gab kaum gute Offensivaktionen. Ich habe mir nochmal die Statistik angeguckt. Die weist aus, dass Schalke nur zweimal aufs Tor geschossen hat von Hannover. Und das ist natürlich ein Alarmsignal höchster Güte. Jetzt fällt auch noch der Kapitän aus. Kenan Karaman hat die fünfte gelbe Karte kassiert. Und insofern war das keine Begegnung, die jetzt so etwas wie Aufbruchsstimmung oder eine Trendwende vermittelt hat. Jakob Fimpel hatte ja vorher, der Interimstrainer, 4 Punkte aus 2 Spielen geholt. Aber das war jetzt nicht nur punktemäßig wieder ein Rückschritt, sondern auch, was die Art und Weise eben betrifft, wie Schalke gespielt hat. Sehr enttäuscht war ich vor allen Dingen auch über die Körpersprache. Hannover hat sich in den Zweikämpfen viel bissiger präsentiert und da muss Schalke eigentlich viel, viel mehr entgegenhalten. Also ich hatte nie den Eindruck eigentlich, dass das Spiel dann nochmal kippen könnte. Natürlich war der frühe Rückstand sehr, sehr unglücklich und aber da waren immer dann noch 86 Minuten Zeit, aber Schalke hat es einfach nicht verstanden, auch mal selbst Akzente zu setzen und das war schon sehr, sehr enttäuschend. Warst du vorab über die Ausstellung von Kees van Wonderen verwundert? Ich meine, er hat ja jetzt gar nicht, glaube ich, so viel rotiert, außer dass er Felipe Sanchez hinten wieder reingebracht hat. Oder hast du gesagt, das war eine Ausstellung, die man so erwarten konnte? Nein, im Großen und Ganzen habe ich so eine Aufstellung schon erwartet. Bei der Pressekonferenz hatte ich schon zwischen den Zeilen herausgehört, dass er beispielsweise Paul Seguin nicht in die Startelf stellen wird, was ich auch nachvollziehen kann, weil der jetzt einige Wochen raus war und noch nicht in diesem Wettkampfrhythmus war. Ich war eigentlich sonst nicht überrascht von der Aufstellung. Aber wie gesagt, es hat einfach nicht gebracht, es hat nicht gepasst. Und entsprechend waren ja auch die Kommentare der Spieler. Ich habe ja mit einigen gesprochen nach der Partie. Die waren alle auch sehr, sehr enttäuscht. Und die haben natürlich versucht, in ihren Statements keine Dramatik zu vermitteln, wie schlimm jetzt die Situation ist. Aber Kapitän Kenan Karaman hat ja dann doch gesagt, wir dürfen jetzt auf keinen Fall so weiterspielen, weil man sonst dann zu sehr an die letzte Saison erinnert, da hat Schalke ja auch ganz, ganz lange unten drin gesteckt. Und das wollen natürlich die Königsblauen jetzt verhindern. Es wird dann immer wieder über die Qualität gesprochen. Wir haben doch genügend Qualität, wir haben doch genügend Qualität. Aber das konnten sie auch in Hannover wieder einmal nicht abrufen. Und die Abwehr hat dann auch wieder ein Gegentor kassiert. Und man hat es immer noch nicht geschafft, mal zu Null zu spielen. Das sind alles bedenkliche Anzeichen. Natürlich hat mir auch Torben Hoffmann ein bisschen leid getan. Er kommt jetzt das erste Mal rein und kann nach 4 Minuten den Ball aus dem Tor holen. Er war auch sehr geknickt und man hat es schon seinem Gesicht angesehen, dass ihn das alles sehr, sehr mitgenommen hat und beschäftigt hat, auch die letzten Wochen. Er wollte aber sein Seelenleben dann auch nicht öffnen. Ich habe ihn zwar ein paar Mal dann gefragt, aber er wollte über die vergangenen Wochen und Monaten, die sicherlich sehr schwer für ihn waren, darüber wollte er dann nicht sprechen und sich aufs Spiel konzentrieren. Aber Schalke hat jetzt enormen Druck im Heimspiel gegen Fürth. Das Stimmungsbild bei den Fans, das habe ich so ein bisschen zwiegespalten wahrgenommen. Ein Teil hat wohl ganz schnell das Stadion verlassen aus Enttäuschung. Aber ein anderer Teil hat die Mannschaft auch mit aufmunterndem Applaus eigentlich verabschiedet, was mich auch schon ein bisschen gewundert hat. Waren doch eher weniger. Ich weiß nicht, wie du es gewundert hast. Und ja.
Es ist eine sehr, sehr schwierige Situation jetzt. Ja, ich saß ja relativ nah in der Nähe der Schalker Fans und muss sagen, ich hatte zwischendurch gerade nach diesem Abseitstor von Hannover 96 kurz vor Schluss dann doch irgendwie das Gefühl, dass die Leute doch noch irgendwie einen gewissen Funken Glauben hatten, dass da vielleicht doch noch was gehen könnte. Weil man dann, nachdem das eigentliche Tor gefallen ist, schon gemerkt hat, okay, das war jetzt schon ein Dämpfer. Als sich dann rausgestellt hat, dass es dann aber abseits war, finde ich, hatte man dann doch noch das Gefühl, dass die Leute irgendwie dran geglaubt haben, dass da vielleicht was gehen könnte, auch wenn man offensiv, wie du schon gesagt hast, mehr oder weniger nicht wirklich stattgefunden hat. Jetzt ist natürlich die Frage, Ja. ich finde das schwierig, ehrlicherweise zu beurteilen, aber hast du irgendwie eine Erklärung dafür, warum man es nicht geschafft hat, irgendwie wirklich sehr zwingend zu werden? Also wenn ich jetzt mich zurückerinnere, kann ich mich an so zwei, drei Abschlüsse, die irgendwie eine Annäherung waren, erinnern. Ja, es drängt sich ja jetzt immer mehr der Eindruck auf, dass die Spieler vielleicht gar nicht besser Fußball spielen können. Und das wäre natürlich fatal. Und dann stellt sich natürlich auch die Qualitätsfrage des Kaders, ob einige Spieler grandios überschätzt werden. Das ist natürlich jetzt eine Frage, die immer mehr in den Vordergrund dringt. Das ist ja immer, der Reflex ist ja immer der gleiche. Wenn sich kein sportlicher Erfolg einstellt, dann wird danach gefragt, entweder nach dem Trainer oder jetzt auch immer mehr nach dem Kaderplaner. Und Huub Stevens hat ja gestern, der Schalker Jahrhunderttrainer, schon in einem Interview bei Sport1 Ben Manga kritisiert. Ob die Art und Weise jetzt in Ordnung war, lasse ich mal dahingestellt. Er hat ja sinngemäß auch gesagt, was hat Ben Manga bisher geleistet? Aber das ist natürlich ein bisschen polemisch. Der hat natürlich in Frankfurt schon was geleistet und hat da einige gute Spieler hingeholt. Andererseits steht natürlich auch sein Kurzauftritt in Watford. Da hat es ja nach wenigen Monaten überhaupt nicht gepasst. Und Ben Manga muss sich jetzt darauf einstellen, dass er immer mehr auch in Frage gestellt wird oder zumindest hinterfragt wird, was seine ganzen Neuzugänge denn bisher an Positiven bewirkt haben. Und wenn man ganz ehrlich ist, muss man ja sagen, so viel war das jetzt bisher nicht. Süller war bisher ganz gut, obwohl er gestern auch dann total enttäuscht hat und war ja auch überhaupt nicht im Spiel, hat praktisch auch auf dem Platz gar nicht stattgefunden. Aber viele andere Neuzugänge spielen ja auch überhaupt keine Rolle. Und sowas ist natürlich nicht gut und das wird für Unruhe sorgen. Und man muss jetzt abwarten, ob die Mannschaft auch dem Druck standhalten kann. Denn am Samstag gegen Greuther Fürth ist es ein ganz, ganz richtungweisendes Spiel. Und ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber wenn das auch noch schief gehen sollte, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass irgendwann auch mal die Stimmung bei den Fans umschlägt. Bisher ist es ja noch relativ ruhig, aber irgendwann muss Schalke jetzt auch mal liefern. Man kann nicht immer nur sagen, wir haben genug Qualität, wir haben genug Qualität. Das reicht ja nicht, wenn das in Ergebnissen nicht sichtbar wird. Da hast du natürlich vollkommen recht. Lass uns auf einen Ben Manga-Neuzugang noch eingehen, der gestern seinen zweiten Startelf-Einsatz gefeiert hat, Felipe Sanchez. Wie hast du ihn wahrgenommen? Also ich habe ihn nicht so gut gesehen. Das Meinungsbild war ein bisschen unterschiedlich. Ich hatte andere Kollegen, die sagten, das wäre der beste Spieler gewesen von Schalke gestern in Hannover. Also ich habe ihn jetzt nicht so gut gesehen. Er hat jetzt keine gravierenden Fehler gemacht, aber ich fand ihn auch eher nur durchschnittlich. Aber das ist ja schön am Fußball, dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche Meinungen haben. Aber ich finde jetzt nicht, dass man sagen kann, er hat sich schon zu einem Leistungsträger entwickelt. Dafür hat mir die Abwehr, insbesondere wenn man jetzt an eine Phase denkt, kurz zu Beginn der zweiten Halbzeit, da hat Schalke ja sehr geschwommen und da hat Philippe Sanchez jetzt auch keine große Sicherheit vermitteln können. Also insofern bin ich da jetzt nicht geneigt, Sanchez schon als großartigen Neuzugang zu verkaufen. Gehe ich so mit. Ich fand ihn etwas verbessert als in Karlsruhe. Da hat er mir noch einen Ticken schlechter gefallen. Also es war, wie du schon sagst, relativ durchschnittlich gestern von ihm. Ich habe tatsächlich auch in dieser Phase Anfang der zweiten Halbzeit eigentlich in Anführungsstrichen nur darauf gewartet, dass irgendwann das zweite Tor für Hannover fällt, weil die ja wirklich ja, Ja. gute 10 Minuten eigentlich relativ Dauerfeuer auf den Schalker Strafraum Genau. so gespielt haben und Schalke da echt mit auch etwas Glück dann durchaus dieses 1 zu 0 also 1 zu 0 in Anführungsstrichen halten konnte.
Du hast schon das Spiel nächste Woche Samstag gegen Greuther Fürth angesprochen. Vielleicht noch kurz zum Abschluss, was denkst du oder was muss sich jetzt vor allem ändern, damit man nächste Woche dieses positive Erlebnis zu Hause herbeiführen kann? Ja, die Einstellung muss auch besser werden und man darf natürlich jetzt nicht, man muss konzentrierter auch zu Werk gehen. So einen frühen Rückstand, sowas darf einfach nicht passieren. Und Ron Torben Hoffmann hat auch gestern gesagt, dass sie gerade bei die Freistöße von Hannover mehrmals thematisiert hätten vor dem Spiel in der Analyse, dass der Trainer gewarnt habe, aber das hat wohl offenbar nicht gefruchtet oder die Spieler haben nicht richtig zugehört. Und wenn sowas passiert, dann ist es natürlich schlecht. Auch kurz vor dem Halbzeitpfiff gab es ja auch nochmal eine Riesenchance für Hannover. Da habe ich schon gedacht, jetzt kommt das 2-0. Das wäre ja auch wieder typisch Schalke, dass man in so einer zu so einem wichtigen Zeitpunkt noch ein zweites Tor kassieren würde. Das trägt natürlich, hätte dann noch mehr Verunsicherung gesorgt. Und ich bin mal gespannt jetzt, wie es weitergeht. Kees van Wonderen hat natürlich recht, wenn er sagt, er braucht Zeit. Man kann auch von dem Trainer jetzt keine Wunderdinge erwarten innerhalb von 2 Wochen. Aber ein bisschen mehr positive Akzente hätte ich mir und die Schalker Fans hätten sich die sicher schon gewünscht. Also man weiß ja jetzt gar nicht, was war überhaupt positiv. Und Kees van Wonderen hat in der Pressekonferenz fast gar nicht über seine Mannschaft gesprochen, sondern hat den Gegner Hannover 96 über den grünen Klee gelobt. Und das ist ja schon immer ein Indiz auch dafür, dass er ein bisschen von der eigenen Mannschaft, von der Leistung, von der schwachen Leistung so ein bisschen ablenken wird. Das ist so ein typisch taktisches Mittel. Man lobt den Gegner dann in höchsten Tönen und verschweigt die eigenen Schwächen. Und das ist auch nicht gut. Und wenn jetzt schon Hannover so dargestellt wird, als wäre das eine Übermannschaft, gegen die man dann auch verlieren könnte und gegen die Schalke keine Chance hat, dann ist das ein weiteres Alarmsignal, wie schlecht es um den FC Schalke 04 bestellt ist. Gut, ich würde sagen, das reicht in Anführungsstrichen dann erstmal. Ich danke dir, Frank, für deine Einschätzung und wünsche dir noch einen schönen Sonntag. Das wünsche ich dir auch. Alles klar. Danke. Ciao, ciao.